Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Das heißt, es geht spielen wir und begeben uns auf den Raubzug und möchten mal die Rüstung finden. Wir können die gleich mal alle so drinnen lassen, weil tatsächlich keiner gestorben ist. Das ist sehr gut. Weiß gar nicht, ob das schon mal vorkam. Vielleicht beim ersten. Aber ansonsten sind die zumindest der ein oder andere öfters gestorben. Sehr gut, dass wir jetzt aus dem Vollen schöpfen können. Wir machen jetzt ein bisschen den entspannteren Teil des Flusses oder den anderen Fluss. Der ist ein Tick entspannter. Ich hoffe, dass wir ganz viel finden von dem, was wir suchen und dementsprechend das andere alles außen vor bleibt. Aber das weiß nicht, ob hier was ist, Platz wäre. Und dann gibt es noch hier was und da was. Wir fangen aber mal da an. Was für ein bescheidenes Wetter. Wäre nicht meins. Ist das ein Feuer? Ich meine ja. Yep. So, haben wir noch einen? Ich denke mal, hier wird nicht viel drin sein. Ist aber nicht verkehrt, wenn unsere Kapazität ist begrenzt. Dementsprechend gut, dass nicht überall was drin ist. Hier ist noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ah, da drin ist er. Da unten liegt ein Schlüssel. Den nehmen wir auch gerne mit, wobei ich den jetzt gerade verloren. Nein, da ist er. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob wir die viermal schon beim ersten Mal gemacht haben. Das stimmt mit dir nicht. Segel setzen! Ich bin noch nie mit dem Schiff gegen so eine Kette gefahren. Würde ich gerne wissen, was passiert. Geht's kaputt? Gehen wir dann unter? Oder. Wird einer raus? So, den haben wir. Komm, wir bleiben Level höher. Ich brauche hier mal Hilfe. Keine Ahnung, was ich damit mache. Bestimmt wahrscheinlich irgendwann verkaufen.
Naja. So, wir gucken noch einmal auf die Karte, um zu sehen, ob es hier was gibt. Es gibt. Das ist vor uns geführt dann in diesem Gebäude. Okay. Verschwinden wir. Ja, jetzt können wir gehen. So, wir wollen... Wir machen uns mal links lang. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Aber ich würde es gerne wissen wollen. Jetzt Segel setzen! Ich würde meinen, dass wir das so lange plündern, bis wir entweder voll sind. Also die hier, ressourcentechnisch. Oder... Na, seht ihr, da oben ist was. Muss einmal über. Ah, hier geht's weiter. Natascha an. Dann halten wir uns einmal hier an. In die Schlacht. Dann drehen wir rum und fahren weiter links lang. Ist aber staubig. Ach, das ist dahinter. Sehr gut. Gut, wir haben, was wir wollten. Los jetzt. Wir sehen uns noch einmal in diesem Haus um. Sofern ich den Weg nach drin finde. Ist da was? Nee, glaube nicht. Dann können wir doch gehen. Da hinten ist was, dort ist was. So. Hier hinten könnte auch ein Tick interessant sein, weil es hier viel gibt. Aber wir machen uns mal hier in diese Richtung. Also drehen wir einmal um. Was läuft falsch bei dir? Weiß nicht, mit wem sie da spricht. Geht's nirgendwo lang?
Das ist jetzt ein Tick größer. Das, was wir eigentlich suchen, die Mission, die ist hier nicht. Sonst würde schon irgendwas dastehen. Oh, halt, da will ich hin. Ach, auch nur 300. Wir kriegen 10 weniger. Ist nicht verkehrt, dann können wir da noch ein, zwei mehr angucken. Ist hier unten was? Oh. Nö, nix. Noch was? Da kommen wir auf diese Seite nicht herein. Da auch nicht. Schon die Meldung, dass das hier abgeschlossen ist? Ah ja, war schon. Dann gehen wir weiter. Ach da. Da gucken wir nicht hin. Ich suche mal wieder das Schiff. Ich glaube, ich habe es gefunden. Es ist da unten. Schon da. Los geht's. Der ist weg. Los, hilf mir mal. Das ist die einzigste Kiste ist hier. Geht davon aus, die langweilen sich alle ein bisschen. Ich glaube, da gibt es echt nicht mehr. Hier irgendwo war ein Löffel. Nein. Schlüssel.
So. Hier ist ziemlich viel. Mehr Segel! Ist das schon hier? Ja, bestimmt. Da ganz viel Kapazität haben vom Schiff her, dann würden wir das ja wahrscheinlich eventuell mit einmal schaffen. Du bist tot. Na, wo renne ich denn jetzt hin? Dahin will ich hin. Zum nächsten. Nicht mit uns, du Schlinge. Lebt er noch? So. Da haben wir nichts. Weiß nicht, ob da was sich befindet. Ah, da sind noch welche. Oh, da liegt einer. Und ich kann gerade nicht mit dir spielen, ich muss die mal aufheben. Ich habe einen gefunden. Lange ist her, dass wir aufgestiegen sind. Hey, komm mal kurz her.
Da vorne ist irgendwo ein Schlüssel. Da oben ist hier was drin. Ich glaube nicht. Aber hier waren Schlüssel. Einer findet sich da drin und ich überlege gerade, wie ich da reinkomme. Hilfst du mir? Natürlich. Sehr gut. Er hätte aber auch gerne in Silber sein können. Oder in Gold. Da ist der Schlüssel. Wir gehen aber erstmal in diese Richtung. Eins ist bestimmt oben. So. Ist hier noch irgendwas anderes, was wir finden können? Das und irgendwo gab es noch einen Schlüssel. Das ist sehr nah und ich sehe es gar nicht richtig. Ein bisschen, bis wir da den Weg hineingefunden haben. Ich sah es, dass ich den Schlüssel nicht habe und bin runtergesprungen. Schade. Das war so im gleichen Moment. Sehr ärgerlich. Also nochmal rein da. Das mitnehmen. Okay, hier ist es nichts. Dann lassen wir das, was da hinten sich in der Truhe befindet, aus Zeitgründen weg und gehen weiter. Denn wir wollen noch ein bisschen was einnehmen. Wir haben erst die Hälfte an Ressourcen. Dementsprechend ist da noch viel zu holen. Ich möchte gerne alles mitnehmen, damit wir den Inventar erweitern können. Und wir in Zukunft 100 mehr mitnehmen können. Hey, Wurz! Du hast das ja weg. So. Okay, das liegt da. Da weiß ich, ob wir jetzt hier da langkommen. Also hier plündern und dann da hinkommen. Ansonsten finden wir es gleich raus. Müsste dann hier zeitnah irgendwo in eine Plünderstelle kommen. Aber tut's nicht. Dann gibt's da einen anderen Eingang. Ich meine, wir hätten uns... Das war jetzt gerade sehr lang gezogen. Erst auf diesen Teil des Flusses konzentrieren sollen. Das wird ein bisschen herausfordernd, der. Aber wird sich lohnen. Können wir hier noch nach... Nee, da können wir nicht durch.
Manchmal stoppe ich so zeitnah und manchmal reise ich gefühlt durch die ganze Welt noch. Ist der schon kaputt? Komm, steh auf, meiner. Noch einer gleich? Oh, schade. Schon wieder Zweier? So. Hier können wir zum Glück gleich weiter. Weiter. Ich wollte beide sagen. Wiederbeleben. Aber die sollten in Zukunft aufhören zu sterben. Danke dir. Du auch? Mir. Oh. Ah, vielleicht probieren. Hat ein bisschen wenig. Komm bitte hoch. Was für ein Timing, das hat ja gepasst. Hier machen wir den hier vorne. In der Hoffnung, dass wir zeitnah noch welche wiederbekommen. Da waren es nur 6. Schon kaputt. Wie viel haben wir denn noch am Ende? Einer geht noch weg. Oh, halt ein Stückchen weg.
Schade, dass es jetzt brennt, dann würde ich... Renn doch da nicht durch! So, sammeln wir mal alles ein, was wir hier finden. Wir haben noch einen, der ist... Sehr gut. Oh, es gibt noch so viele. Ihr habt nur noch zwei davon. Okay, wir haben noch einen. Bleib standhaft! Hier, Bruder! Bezahl für deine Sünden! So, wir haben einmal... Die Sonne macht das Ganze etwas schwierig. Ich brauche Unterstützung! Eigentlich noch da? Damme dich! Ich führe euch! Meinem Dank! Der ist schon wieder kaputt. Jetzt lauf nicht weg. Wo ist der Dude? So. Schön bei mir bleiben. Nicht sterben. Zumindest noch die ganzen Schätze öffnen. Okay. Ist hier irgendwas? Also ich meine nein. Da komme ich gerade nicht lang. Ah, cool. Komisch. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ich überlege, wie ich da reinkomme. Momentan
habe ich da noch keine Idee zu. Ich möchte gerne... Ah. Okay. Hatte soeben deine. Sehr gut. Jetzt können wir uns ins Plündern machen. Hey, hierher! Da sind aber viele gestorben heute. Schade. So, die großen Teile haben wir. Ich möchte mal sehen, ob es noch kleine Teile gibt. Die würde ich dann auch gerne noch mitnehmen, damit wir das auch haben. Eine ist hier oben in diesem Gebäude. Oben oder unten? Unten. Sehr gut, weiter geht's. Das nächste ist hier in diese Richtung. Ah, hier waren wir doch gerade schon einmal. Sie wurde wohl verriegelt. Ich hätte so reinrutschen können. Wo ist hier eine Truhe? Ah, da in der Ecke. Da oben ist ein Schlüssel oder hier oben, aber das ist giftig, also müssen wir schnell sein. Hier stimmt was nicht. Hast du Hose? Ja, gleich für so ein bisschen ganzes abgezogen wird, ist ärgerlich, aber nicht so schlimm. Wir wollen jetzt eh gehen. Von daher können wir das verkraften. Kann ich nicht. Wollten runterfallen lassen, hat nicht funktioniert. Die eine müsste hier unten sein. So, den haben wir uns allen gezeigt. Hä? Geht's hier runter? Ah. Ja, geht. Nochmal runter. Hier geht's wieder hinauf. Wer ist das denn? Okay, also an dieser Stelle machen wir Schluss. Also wir gehen zum Schiff und machen dann Schluss. Aber weiteren Raubzug oder den Raubzug fortsetzen würde nicht wirklich viel bringen. Da wir nur den einen haben, das wird dann ein bisschen lästig. Aber gut, waren ja sehr erfolgreich, haben noch ein bisschen was bekommen.
Das, was ich eigentlich wollte, da oben die 2 wegmachen oder die 2 entzaubern und die 1 wegmachen, hat nicht ganz funktioniert. Aber gut. Wir werden wiederkommen. So, gucken uns noch einmal auf der Karte um. Wir haben hier was, wir haben dort was. Wir können ja einmal mal ganz kurz in die eine Richtung segeln. Jetzt segeln, segeln! So, da haben wir schon das nächste. Und da. Ich mache das noch ein klein wenig weiter. Plündern wir nicht, wobei wir würden das auch so mit ihnen schaffen. Da hinten ist noch eins. Also wir haben noch ein bisschen was. Können wir dann gerne das nächste Mal mitmachen und hoffen, dass wir... Da haben wir das nächste, dort haben wir noch was. Oh, sogar mit Wasserrad. Das ist auch etwas größer. Sehr gut. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, dass ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Ah. Das finde ich gut, dass wir das haben und auch das haben. Ganz viel Eisen. Paar Schlüssel gefunden. Schön. Schade um die Besatzung, die wir verloren haben. Na gut. Davor, das mal lief so gut und dann das. Ach, verheerend. Einen haben wir mitbringen können. Die restlichen leider nicht. Ich bedanke mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.